Wir können vielleicht schon sehen hier, unser Auto ist vollgepackt und wir werden heute für das ganze Wochenende wegfahren. Lasst euch einfach überraschen, wo es hingeht und wir sehen uns dann. Bis dann. So, ich befinde mich jetzt hier auf der Autobahn. Wie ihr sehen könnt, ich bin fleißig am Schneiden oder beziehungsweise ich gucke mir gerade die Videos an von gestern, die entstanden sind bei dem Making-of von Anna-Karina. Und ja, unser Navi. Jessie eine Homepage für mich als Überraschung gemacht und ja, ich bin gespannt, weil ich die jetzt zum ersten Mal sehe und ich habe auch gar keine Ahnung von sowas, also mit diesen ganzen Codes und so, also gut, dass die Jessie das macht, ne? Ja, und möchtet ihr die auch mal sehen? Ja, wir können die gleich mal zeigen, also sie ist natürlich noch nicht komplett fertig, ne? Also wir arbeiten ja, das sind noch dran, ich arbeite noch dran, aber so ein Grundkonzept steht schon mal. Könnt ihr gleich auch mal zeigen, mal das mal kurz, was ich schon alles habe und wird natürlich noch verändert und ja, und hier kannst du dann halt gefällt mir drücken, da ich das schon okay gemacht habe. Ich kann dich auch wieder entliken. Ja. Es liegt in deiner Hand, die Entscheidung. Ich kann jetzt nicht zwingen. Genau. Ja, und hier habe ich halt den Twitter-Button noch gemacht. Zum Folgen, der muss aber noch woanders angeordnet werden. Das ist okay. Also so, oh, wow, so sieht so ein Code aus. Das ist die jetzt, Arbeit. Ja, das ist jetzt bei der über mich, also mit bei dem Steckbrief. Ja, alles für mich wie Hieroglyph. Genau. Ja, man muss natürlich sich damit befassen. Ist nicht leicht am Anfang, da saß ich auch davor. Was? Ja. Ja. Aber wenn man dann drin ist, dann geht das. Ja. Dann danke ich dir für den Einblick und überhaupt für die Website. Ja. Seid gespannt und sie wird dann auf www.laurapinski.de zu sehen. Oder kommen. Oder kommen, ja, genau. Spielt keine Rolle, aber die werde ich dann auch nochmal posten. Ja, wenn die fertig ist. Also ich kann es noch nicht genau sagen, wie lange es dauern wird, aber... Ja, schauen wir dann. Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin, genau. Und wir werden euch benachrichtigen, auf dem Laufenden halten. Genau. Was machen wir denn jetzt heute eigentlich noch? Ein bisschen chillen oder so, oder Film gucken oder so was, oder? Boah, wir haben ja noch so viel. Wir haben uns ja so viel vorgenommen. Filme gucken, in die Stadt fahren, Eis essen... Ja, am besten wir chillen heute mal eine Runde, oder? Ja, ist ja schon ein bisschen später. Deswegen, genau. Ja. Machen wir das, ne? Bisschen unterhalten. Genau. Und morgen? Neuigkeiten austauschen. Genau, dann nehmen wir euch morgen wieder mit und dann könnt ihr gucken, was wir morgen machen. Weil morgen ist ein bisschen aufregender Tag und jetzt wollen wir einfach mal unter uns sein und noch ein bisschen quatschen. Und genau, dann... Wir haben uns ja so lange nicht... mehr gesehen und dann ist das auch mal ganz interessant, wieder so unter Freundinnen was auszutauschen. Ja, ja. Und morgen fahren wir dann ja erstmal zum Radio Remscheid und dann wieder zu den LMC-Studios nach dem Supertalent das erste Mal. Das wird dann, denke ich, ganz aufregend sein. Genau. Alles klar, dann sehen wir uns morgen. Also schaltet ein. Also nachher. Genau. Bis dann. Tschüss. Ciao. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Remscheid. Dort werden wir bei einem Online-Radiosender sein und Laura wird ein Interview geben und ich werde das natürlich alles filmen und festhalten, wie das dort abläuft. Ja, und danach geht's? Danach geht's nach Köln zu den MMC-Studios. Genau. Heute ist ja das große DSDS-Finale. Wir sind schon gespannt, ja, wer da sein wird. Ich glaube, Luca Henny soll da sein. Sind ja auch mal viele, gespannt, die ganzen Gesichter aus dem Fernseher auch mal live zu sehen. Und vor allem, ich bin auch gespannt, weil ich seit dem Supertalent nicht mehr da war. Ja, wie es sich überhaupt anfühlen wird, wieder dort zu sein und wenn da jetzt auch mal eine andere Show läuft und wenn da andere Leute da sind, wird es, denke ich, schon komisch sein. Ja. Aber ich freue mich, bin schon gespannt. Was sagst du, wer gewinnt? Ich weiß nicht. Das ist schwer. Ich meine, wir wissen ja auch noch nicht, ob Ricardo oder Lisa jetzt auftreten. Ja, genau, das stimmt auch. Ja.
Deswegen wir werden sehen und vielleicht geben wir nachher einen Tipp ab, wir überlegen es. Die Zuschauer entscheiden, also ruft an. Genau, für euren Favoriten anrufen. Ja. Wir sehen uns dann, wenn wir wieder, also wenn wir in Remscheid angekommen sind und bis dann. Genau. Tschüss. Ciao. Ich befinde mich jetzt hier im Studio Remscheid, wie vorhin schon im Auto angekündigt. Und neben mir die beiden Gründer, kann man sagen, oder ja, die Besitzer, die dieses Radio führen, Marcel Filoda und Lukas Kulke. Und ja, erzähl mal, wie kamt ihr auf diese Idee oder seit wann macht ihr das schon? Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Bei uns war immer wichtig Musik, Quatschen und Comedy, alles in einem. Und wir sind jetzt mittlerweile, also ich 19 Jahre alt, der Lukas, der ist 18 Jahre alt. Und wir haben mit 12, 13 ungefähr angefangen. Mhm. Ganz klein mit einem Headset, billigem Headset aus dem Aldi, von Medion oder sowas. Einen ganz alten Rechner. Und dann haben wir angefangen, hier mal ein bisschen rum zu jammen, sagen wir mal so. Ein bisschen da mit der Musikanlage rumgespielt und ja, haben wir gesagt, komm, wir müssen jetzt was anderes daraus machen. Nicht nur immer Musik hören, Musik ansagen, absagen, das ist langweilig für die Hörer. Und dann haben wir gesagt, komm, wir machen jetzt was ganz Neues daraus, wir machen unser eigenes Ding. Und wie viele Zuhörer habt ihr ungefähr? Also wir haben im Schnitt zwischen 1000 und 1200 bei unseren Events an Zuhörern. Aus halt bundesweit und dann halt Österreich, Niederlande, Schweiz, alles ist dabei. Auch wenn die uns teilweise nicht verstehen. Ist ja eigentlich ganz cool. Aber sie hören ja zu. Richtig, genau. Sie haben sich dafür entschieden. Genau. Wo kann man jetzt eine Internetseite, wo man jetzt zuhören kann? Vielleicht können wir das nochmal sagen für alle Zuschauer. Wichtig ist auf jeden Fall www.studio-remscheid.de oder dieselbe Seite ist das auch, www.die-radiocrew.de. Ja, da sind alle Informationen von uns. Was wir machen, wir machen ja auch draußen Events oder haben draußen Events, moderieren draußen oder wir machen von Licht bis zur Tontechnik alles. Mhm. Das kann man alles erfahren. Also schaltet ein, hört den beiden Jungs zu bei ihrem nächsten 48-Stunden-Marathon. Ich blende nochmal die Internetseite unten ein und genau, wünschen euch viel Spaß beim Zuhören. Und man sieht sich. Bis dann. 15.51 Uhr. Hallo, hier ist Marcel Filoda. Links neben mir Lukas Kulke. Und jetzt haben wir einen nächsten Studiogast bei uns in der Sendung. Und zwar Laura Pinsky. Hallo. Hallo. Wie war für dich das Supertalent eigentlich? Was konntest du erleben? Was hast du davon mitgenommen? Positives oder auch Negatives? Also, ich kann eigentlich fast nur oder sogar nur Positives von meiner Erfahrung beim Supertalent berichten, weil... Also das ist für mich immer noch nicht real, das waren einfach so ein paar Momente, die so in meinem Kopf sind, aber das ist so, ja, nicht real, weil man geht dann, man hat seine 5 Minuten auf der Bühne, geht dann wieder runter und dann ist wieder alles normal. Und das Studio, das ist auch nicht so riesig, wie es im Fernsehen aussieht. Und man kann das in dem Moment auch nicht so realisieren, dass da jetzt wirklich die Jury sitzt, dass die Kameras ja das live übertragen und dass das wirklich so ernst ist, alles. Und das ja, war schon ein geiles Gefühl, da auf der Bühne zu stehen, zu singen und seinen Traum zu leben. Und also ich kann es eigentlich nur jedem raten, der irgendwie das Gefühl hat, mehr daraus machen zu wollen. Also du warst ja beim Supertalent und hast da auch gesungen. Hast du nicht mal Lust, was für unsere Hörer zu singen? Ja, gerne. Ja, dann schieß mal los. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best. For you too. Don't forgive me, I beg. I remember you said sometimes less is love, but sometimes it hurts instead. Hallo, wir sind jetzt schon vor den MMC-Studios, wie ihr sehen könnt. Ja, und wir wollen jetzt mal schauen, was hier so abgeht. Wir einige Fanclubs, also sind ja nur noch zwei, und mal gucken, ob wir ein paar bekannte Gesichter wiedersehen. Und ja, wir sehen uns nachher. Bis dann. Das möchte ich auch haben, möchte ich auch haben. Visa, 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 Vis
Schwester von Lisa Wohlgemut. Hallo, ja, Lisa wollte, oder ich habe gehört, Lisa ist krank jetzt. Was denken Sie, was hat das jetzt für Auswirkungen vielleicht auf Ihren Auftritt? Also ich denke, Lisa wird das Ding rocken. Ja. Man hört's, wir selber sind alle ein bisschen angekratzt und irgendwie hat sie vielleicht was abgekriegt, aber ich denke, die wird es auf jeden Fall meistern. Okay. Und die wird heute Abend auf der Bühne stehen und wie sie schon bei Facebook geschrieben hat, sie zieht sich auf den Wimpern hoch und ich sage, wenn du dich nicht selber hochziehst, dann ziehe ich dich darauf. Also sie steht auf jeden Fall auf der Bühne und singt. Ja, und was schätzen Sie so, wie sind die Siegeschancen? Beatrice ist natürlich auch Schlager, ist was anderes. Was würden Sie jetzt sagen? Also Siegeschancen, da ist meine Schwester, ist auf jeden Fall 100%. Ja. Man geht aber am besten mit 50-50 an die Sache ran, weil es ist ja auch, dann ist die Enttäuschung am Ende nicht so groß. Ja, Und, aber ich bin der Meinung, sie wird es auch gewinnen. Ja, super. Doch. Alles klar, dann drücke ich ganz, ganz doll die Daumen. Ich bin auch für Lisa. Lisa! Ja? Lisa, wir kommen aus dem Osten Lisa, auch und ich denke, Lisa, der Osten sollte mal eine Chance bekommen, auch bei so einer Show. Ja, auf jeden Fall. Ja. Jawohl. Lisa wird es schaffen, ne? Super. Erzgebirge. Okay, danke schön. Neben mir steht der Bruder von Beatrice. Ja, ich finde es ja ganz, ganz toll, dass der Schlager sich so durchgesetzt hat jetzt hier bei DSDS. Und was denken Sie, wie hoch sind jetzt die Chancen, dass der Schlager auch gewinnen wird? Puh, die Chancen stehen 50-50, weil es sind noch zwei Kandidaten und ich würde sagen, beide sind unberechenbar, weil beide haben einen riesen Fanblock hinten dran, die anrufen und Fan, das ist schwierig zu sagen, aber Schlager gehört definitiv zu DSDS seit diesem Jahr. Ja, das hat man gemerkt und wenn jetzt Beatrice nicht gewinnen sollte, sondern den zweiten Platz macht, wird sie auf jeden Fall weitermachen mit der Musik? Auf jeden Fall wird sie weitermachen, weil Musik ist ihr Leben und das sieht man auch, wenn sie auf die Bühne steht, sie ist total glücklich. Ja, es erfüllt ihr Leben. Musik auf der Bühne zu stehen, zu performen, das erfüllt ihr Leben. Super, dann bedanke ich mich und drücke natürlich ganz, ganz doll die Daumen auch für Beatrice. Und ja, mal schauen, wer gewinnen wird. Ich bin schon gespannt. Super, besten Dank. Gut, und Dankeschön. Schönen Tag. Ja. Die Mona, sie war Kandidatin beim Bachelor und hat den zweiten Platz belegt. Ne? Erzähl mal, wie kommt es, dass du heute bei DSDS bist? Naja, ich bin ja als Landsfrau Schweizerin und die Beatrice kommt ja auch aus der Schweiz. Und natürlich unterstütze ich heute die Beatrice. Ich bin auch ein kleiner Fan hier, habe schon ein Herzchen geschenkt gekriegt von ihrer Mama. Und deswegen, der Preis geht heute in die Schweiz, hoffe ich doch. Ja, also bist du für Beatrice, ne? Auf jeden Fall. Was denkst du, wie groß sind die Chancen, dass sie gewinnen wird? Ich glaube, die Beatrice hat sehr gute Chancen, weil sie ist eine sehr sympathische, positive Persönlichkeit. Sie singt sehr gut und ich selber stehe ja überhaupt nicht auf Schlager, aber irgendwie hat sie mich auch gekriegt und ich glaube, das allein spricht schon für Beatrice. Super. Dann hoffen wir mal, dass sie gewinnt, ne? Ja, auf jeden Fall. Und dann bedanke ich mich fürs Interview. Dankeschön auch. Gut, okay, dankeschön. Tschüss. Hallo, zwei Messer. Der Patrick Heinz. Danke. Hallo, mein Name ist Marcel Finoda. Mein Name ist Lukas Kohlke. Ja, und er möchte singen. Und er auch. Ja, genau. Jetzt möchte er singen. Ja, du auch. Du musst mitsingen. Auch schöne Frau müsste kacken gehen. Genau. Okay. Okay, schön. Drei, vier. Auch schöne Frauen müssen kacken gehen. Wieder zurück von DSDS und ja, es war ein sehr anstrengender Tag und es ist schon sehr spät. Wir sind müde. Genau, wir werden jetzt ins Bett gehen und wir sehen uns morgen wieder zu einem neuen Drehtag. Genau. Bis dann. Guten Schlaf gut. Ciao. Tschüss.
Kriegst du eigentlich noch Fanpost? Ja, also natürlich nicht mehr ganz so viel wie in der Zeit vom Supertalent, aber immer noch. Ja, weil es ist ja schon jetzt ein halbes Jahr her. Ja, stimmt. Hast du irgendwie hier oder so? Oder wo hast du die liegen? Also ich habe eine extra Schublade. Mhm. Und ich freue mich natürlich immer über jeden Brief und beantworte die auch immer persönlich, so gut ich kann, auch länger und also gehe auch auf die Fragen ein und so. Ja. Aber es gibt so eine Sache, finde ich, die so aus dem Ganzen trotzdem heraussticht, die kann ich dir ja mal zeigen. Ja. Moment. Hier, also hier sind noch Briefe, die muss ich beantworten. Oh, das ist total cool. Ja, habe ich dann gestern rausgeholt aus dem Postfach. Moment. Und zwar war das von der Birte. Mhm. Guck mal, die hat sich richtig viel Mühe gegeben. Hier erstmal so ein Herzchen mit so allen Namen, glaube ich, die den Status dann quasi geliked haben. Sehr auch geil. Mit meiner Schwester noch. Ja, stimmt. Ja, steht drauf. So richtig süß. Und dann noch so ein Glücksbringer. Und hier noch so ein Sternchen, so laminiert und dann so du. Ja, genau du liest es gerade richtig. Du bist großartig, talentiert, schön und einfach am besten, wie du bist. Vergiss das nie. Oh, voll süß. Süß. Richtig süß. Dann kommt mal hier auch noch Schokolade. I love Laura. Genau, anstatt I love Mika, I love Laura. Also mega cool. Süß. Und jetzt kommt das Beste. Guck dir mal diese Rolle an. Krass. Und das ist alles, ne? Also ich glaube, sie hat geschrieben, sie hat dafür 8 Stunden oder so gebraucht. Oh. Und das ist wirklich alles. Das ist komplett so. Das so ist riesige. Alles beschriftet und das Krass. Ist auch ordentlich und bunt gemalt und da sind Fotos drauf. Guck dir das mal an. Boah, das ist so. Krass. Das ist echt wow. Hast du es komplett schon mal ausgerollt? Bis wohin geht das? Bis ins Wohnzimmer oder wie? Ja, man muss das natürlich auch wieder aufrollen, ne? Weil das sonst irgendwie zerknittert, aber was ist das? Das ist echt. Das ist bestimmt ein Haufen Arbeit auch, ja. Und es ist ja auch ordentlich. Also ich glaube, jeder, der ein Schulplakat schon mal gemacht hat und da wollte der, dass die Überschrift ordentlich ist, ne, weiß das. Und von daher ist es echt cool. Krass. Ja. Mal hier auch Fotos und immer so süße Nachrichten und alles. Das ist wow. Genial. Also definitiv der längste Fanbrief, den du je gekriegt hast, oder? Der längste Fanbrief. Wenn das jetzt hier nicht komplett... Das ist kaputt geht, ja. Das ist ja schade, ne? Wir rollen das mal wieder auf. Genau. Aber wir sehen ja, was ist der lang. Ja. Warte. Ich halte es straff, dass es nicht knickt oder so. Dankeschön. Ist aber echt geil, ja. Ja. Vor allem, also, das ist so komisch, dass auf einmal sich ein Mädchen so viel Mühe und Arbeit macht, ne, nur um mir sowas zu schicken. Ja. Das ist echt, wow. Ist echt schön. So, gleich. Ich hab dann auch, als ich das Päckchen ausgepackt habe, erstmal so geguckt, so wow. Ja. Und zu meinen Eltern gelaufen, Mama, Papa. Ja, das ist natürlich was ganz Besonderes. Ja. Das bekommt man nicht alle Tage, ne? Aber sie mag auch Luca Henny und Justin Bieber. Und mich und Adele. Ja, so ein kleines Steckbrief noch geschrieben. Ja, richtig süß. Cool. Das ist echt ein besonderes Geschenk. Ja. Also, geil. Das vergisst man auch nicht. Nee, das glaube ich. Und das bewahrt man auch auf und freut sich natürlich. Ja, vielleicht können wir nochmal dein Postfach nennen. Wenn ihr Laura Briefe schicken wollt, dann sendet es einfach an das Postfach 1204 64 in, warte, das ist Adresse, hier steht es drauf, genau. 40604 Düsseldorf. Genau. Ich blende es einfach nochmal auf den Bildschirm ein. Genau, es wird dann nochmal hier so eingeblendet. Ja, hier so. Genau, ja. Und das Wochenende? Ja, ist jetzt... Ist schon wieder vorbei. Schon wieder verrannt. So schnell die Zeit vergangen. Ja, vor allem, man freut sich so lange drauf und plant, ja, was machen wir? Und
letztendlich... Schafft man gar nicht, dass man alles geplant hat. Wir haben so viel geplant. Wir wollten Filme gucken, wir wollten irgendwie ein Eis essen gehen, in die Stadt fahren. Haben wir alles nicht geschafft. Gar nicht. Aber es war auf jeden Fall geil. Ja, das stimmt. DSDS war cool. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder. Ne? Klar, auf jeden Fall. Und wir hoffen natürlich auch, dass euch das Video gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch und abonnieren, wenn ihr noch weiteres sehen wollt. Also wir werden sicherlich noch öfter was zusammen drehen auch. Und weil Jessie arbeitet auch mit vielen anderen zusammen. Also wenn ihr auf dem neuesten Stand sein wollt, abonniert. Liked auch Lauras Seite. Nein, schaut euch einfach regelmäßig auch die Videos an. Ja. Seid ihr immer auf dem neuesten Stand. Genau. Super. Dann verabschieden wir uns jetzt. Und ich melde mich dann nochmal, wenn ich im Auto bin, wenn wir nach Hause fahren, eventuell. Oder ja. Genau. Super. Bis dann. Tschüss. Wie ihr seht, bin ich jetzt auf der Rückfahrt von Düsseldorf wieder nach Hause. Es war wirklich ein sehr, sehr schönes Wochenende, aber auch sehr anstrengend. Aber ja, ich hoffe, das Video hat euch natürlich gefallen und schreibt einfach mal unten in die Kommentare, wenn ihr mehr solche Videos wollt, wie ihr das fandet, diese Idee, dass ihr mich begleiten könnt, wie ich mein Wochenende verbracht habe. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich auch abonniert, wenn euch mein ganzer Kanal gefällt. Und es wird auf jeden Fall noch ganz, ganz viel kommen mit verschiedenen Künstlern. Also seid gespannt. Und ich verabschiede mich jetzt. Bis dann. Ciao. Falsch, sondern wir schon wissen, was das bedeutet. Also mein Computer ist virenfrei. Ist ja auch wichtig heutzutage. Genau. Hallo, hier ist Laura Pinsky. Ihr hört gerade den Radiomarathon von Lukas und Marcel. Oh, dein Name, ne? Ist meiner. Ich will immer Markus. Ich will immer Markus sagen. Sorry. Schön. Also du warst ja beim Supertalent und hast da auch gesungen. Hast du nicht mal Lust, was für unsere Hörer zu singen? Ja, gerne. Ja, dann schieß mal los. Hält euer Mikro das aus? Hält euer Mikro das aus? Nein, bei meins hängt dann okay. Ja, ein bisschen weiter weg dann, genau. Ihr könnt das dann auch runterregeln. Und, hab einen Faden verloren, Moment, da ist er.